Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Ja, letztes Mal haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. In Pella, ich meine in Seleukia. Genau, und jetzt werden wir nach Susa und Xarax gehen. Genau, und hier haben wir, hier jagen wir die Streiter und versuchen die eben auszulöschen. Hier haben wir kein Geld. Und genau, weiter geht's. Ich versuche die Folgen jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Also ich versuche wirklich auf 20 Minuten. So, was geht? Zu halten, weil ja, ich muss vorproduzieren für meinen Meister und ja, ich müsste eigentlich lernen, aber naja, lieber jetzt vorproduzieren und dann habe ich die ganze Woche fürs Lernen frei und ja. Da bin ich immer so unschlüssig, ob es jetzt in Ordnung wäre, eben den YouTube-Channel mal kurz zu cutten. Was wahrscheinlich, wenn die großen Prüfungen anfangen, passieren wird. Aber ja. Denker haben oft versucht, die Verwaltung des Staates und des Selbst zu organisieren. Was? Des Staates und des Selbst zu organisieren. Also sich selbst, genau. Zu organisieren. Wie zum Beispiel in den Werken Xenophon und Aristoteles. Aber was haltet ihr für wichtig? Landwirtschaft, Gemeinschaft und Regierung, Sklaverei und Bildung und Fortschritt. Landwirtschaft brauchen wir nicht. Die Tugend des ländlichen Lebens und landwirtschaftlicher Weisheit. Die Philosophie und Gemeinschaft von Haushalt bis zum zum Stadtstaat. Sklaverei, die Tugendhaftigkeit und Ausübung der Sklaverei. Was hat Sklaverei mit Tugendhaftigkeit zu tun, wirklich? Und Bildung, die Bedeutung der Erziehung und des Fortschritts und dem Fortschritt der Gesellschaft und Ideen. Also hier eben 20 Wohlstand durch Landwirtschaft, öffentliche Ordnung, Forschungsrate und Wohlstand durch Sklaverei. Ich bin für Bildung und Fortschritt. Ein Sohn wird erwachsen. Fraktion schließt sich euren Feind an. Cartilia. Neuer Anführer. Okay. Ganz ehrlich, Neapolis ist jetzt auch schon eingenommen. Die sollten mal weniger hier all. Okay, Rom ist im Arsch. Rom ist sowas von im Arsch. Weil, also, Sparta hat jetzt hier das wieder zurückerobert. Dann die Massilier haben hier zurückerobert. Und Rom geht jetzt hier hin. Und an Roms Stelle würde ich jetzt entweder, also je nachdem, wie die Armeen aussehen, weiterpreschen und hier ein neues Rom öffnen. Aber das würde ich an seiner Stelle nicht machen. Oder wirklich hier zu Hause aufräumen, weil er hat kein Rom mehr. Und jetzt ist er Epidamnos seine Hauptstadt. Das ist doch krass. Das ist doch wirklich heftig. Ja, Spion, come on. So. Ich darf den eigentlich nicht angreifen, weil Makedonien war nie da oben. Oder? Illyria haben die, glaube ich, nie angegriffen. Ich glaube, die haben Thrakien. Also ich meine, die da. Oh Mann, ich habe mir mal die Karte angeschaut, wie Makedonien damals ausgesehen hat. Und ich weiß nicht mehr, ob die wirklich bis zum
zum Fluss vorgedrungen sind. Aber da schaue ich mal nochmal nach. Gut. Der plündert, das ist uns ziemlich egal. Das Vermächtnis geht weiter. Und der Stolz folgt dem Vermächtnis auf den Fuße. Du willst. Was? Okay, ich gehe nochmal hier hin. Wenn er jetzt irgendwo anders hingeht, dann werde ich Richtung. Ja. Süden gehen. Gut. Die kann sich aktivieren. Und weiter geht's. Gut. Ja, der ist wieder hoch. Okay, dann lasse ich den einfach. Meine Güte, was will der schon machen? Eure Weisheit ist bekannt. Und selbst Athene würde die Notwendigkeit eines Angriffs auf diese Leute erkennen. Ja, könnte sein, aber du gibst mir ja nichts dafür. Und ich muss nicht da hoch. Ich darf nicht da hoch. Sogar. Erst später, glaube ich. Aber ich muss mir wirklich die Karte nochmal anschauen. Ein Kind ist geboren. Ui, jetzt geht's aber ab. Natürlicher Tod. Ein Held. Oh nein. Mission erfolgreich. Rebellion bevorstehend. Ziel erteilt. Oder wer. Okay. Hier. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja gar nicht schlimm. Dann bekommst du die Rebellen. Okay. Oh. Krass. Ich kann ja noch ziemlich viel. Auf erfolgreiches Attentat. Und halt Kosten weniger. So, dann gehen wir mal hier hin. Und du folgst. Warte, auf der Straße. Und du gehst dann nächste Runde mit. Hier werde ich. Futter habe ich genug. Öffentliche Ordnung wäre ganz gut. So. Jetzt habe ich 33.000, das ist super. Dann, also hier brauche ich auf jeden Fall nochmal einen Spion. Die hat er wenigstens ein bisschen Erfolgswahrscheinlichkeit. Dann können wir nochmal einen Veteran machen. Der hat einen. Oh, hallo. Der hat keinen. Die soll mal weiter scouten. Die 10.000 haben keinen, aber die brauchen keinen. Die macht so. Die Verteidiger Pellas haben auch keinen. Und Dareios Untergang hat auch keinen. Okay, die flutschen die ganze Zeit hin und her. Das heißt, der geht zurück. Und der bekommt einen Streiter. Einkommen durch Plündern. Nee, der bekommt den Verwundung feindlicher Agenten. So, Baubericht. Natürlicher Tod. Fraktion, Fraktion, Fraktion. Da schaue ich mal. Neutral. Ich heiße euch willkommen. Na gut. Ich bin sicher, Aber, seid gegrüßt. Und nun sprecht offen, denn wir aber sind sie ein ehrliches waren. Volk und wissen Aufrichtigkeit in Ja, anderen ist zu ja schätzen. gut. 1000 ist ein bisschen viel. Aber will er eh nicht, ja, dann Eure nicht. Waren. Ja. Ja, vielleicht Die die? Götter lassen mich euch zu Geld. Niedrig. Kolchis mag mich nicht. Seid gegrüßt, ich hoffe. Sehr schön. Dies ist fair.
Die können auch mit uns handeln. Ah, das wollen sie, das ist gut. Ihr tragt mir ehrliche Bedingungen. Nabatea. Die Tür steht euch offen. Niedrig. Ihr seid mein Klientel, ich befehl's euch, meine Güte. Minus 20. Seid gegrüßt, mein Freund. Ah, super. Ich stimme im Namen unseres Volkes. Wunderbar. Öffentliche Ordnung brauchen wir dann nicht. Hier können wir ein bisschen zumachen. Und so. Hier machen wir mal das da. Und das da. Und das da. Und das da. Und... Ne, da machen wir keinen. Weil das gehört ja dann den Sklaven. Vielleicht entsteht da dann ein neues Volk. Das könnte auch sein. Das wäre sogar sehr interessant. Gut. Also, ich würde sagen, dass das Vermächtnis dann die Hauptstadt... Jetzt wird's interessant. Das wird jetzt interessant. Es ist schrecklich, Krieg auf der Welt zu verbreiten. Ja, aber du verbreitest gerade echt Krieg. Ah, das ist... Okay, das ist im Norden. Rebellion. Ja, kannst du. Rang 10, Mission erteilt. Ja, kannst du machen. Okay. Der geht immer so hin, dass ich ihn gerade so nicht bekomme, ne? Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Warte, du gehst dann mal hier hin. Ja, musst aggressiv gegen die Plankler-Kavalleristen gehen. Gut. Das ist eine Siedlung ohne Mauern. Entscheidender Sieg. Okay, Ich würde es tatsächlich automatisch machen. Der hat halt nur eine normale... Ja, komm. Das ist... ja. Das war nur eine winzige kleine... winzige... Garnison. Jetzt hat. Gut. Jetzt habe ich ja 2000. Jetzt ist hier die Frage. Ja. Die könnte ein bisschen besser sein. Der hat 2, 4, 6, 8, 10 Fernkämpfer. Nice. Der da hat mindestens 2. Der da hat auch mindestens. So, kann ich noch weiter? Nee, natürlich nicht. Mitnichten kann ich vorbei. Na, willst du? Gut. Also. Dann öffentliche Ordnung können wir ein bisschen... Brauchen wir nicht. Wir müssen es nicht hochpushen. Hellenistischer Einfluss ist vielleicht ganz gut. Hmm.
Ja, dann machen wir das auch, damit die ein bisschen sicherer wird. Oh, was ist das denn? Hier. Gut. Dann nächste Runde, aber noch nicht gleich. Ah, nee. Ich scroll mal hier die, also ganz Rom. Apropos ganz Rom. Genau. Die haben das, also Sparta hat das wieder zurückerobert. Das habe ich mir gedacht. Die 10.000 bleiben da. Der kann mal den Gewaltmarsch ausmachen, ne? Alexanders Stolz bekommt noch was. Und zwar hier Kavallerieringe plus 4. Das ist super. Rüstung für alle Einheiten. Ich würde die Rüstung nehmen sogar. Ja, okay. Habe ich ja gerade nichts anderes. Gut. Next one. So, jetzt haben wir ja Mesopotamia. Danach ging es gegen Baktrien, weil also Darius der Dritte ist, glaube ich, insgesamt dreimal geflohen. Also hat dreimal, zwei oder dreimal eine Riesen. Okay, jetzt wird es interessant. Eine Riesen Armee aufgebaut. Und diese eben Alexander den Großen entgegengesetzt und gestellt. Und ja, Alexander hat immer wieder gewonnen, entgegen aller, ja, aller, also niemand hat es gerechnet, damit gerechnet. Und genau. Und das war ja eins der großen. Großzügigkeit zwischen Freunden ist eine gute Sache. Beide Seiten schlagen einen Nutzen davon. Ja. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende. Hättet ihr nicht. Wieso? Ich bin nicht so reich. Ich habe nur 24.000. Ja, okay, weiß ich. Okay. Das sind jetzt ein paar. Warte mal, kann ich mit Gewaltmarsch da rein? Ja. Da gehe ich mal mit Gewaltmarsch da rein. Genau, und dadurch, dass Darius immer fliehen konnte, war das so ein Argument von Alexander, den halt immer hinterher zu jagen. Und als der dann endlich gestellt wurde, das war, ich glaube, irgendwo hier, soweit ich weiß, und ja, Alexander halt weitergehen wollte nach Indien und ans Ende der Welt quasi, da fing dann erst recht seine Soldaten an zu, ja, rumoren und von wegen, ja, wir wollen endlich mal wieder nach Hause. Und ja, irgendwann haben sie es dann geschafft. Aber ja, der Rückzug war ja ein riesen, riesen Pain in the ass, würde ich sagen. Aber dazu dann beim Rückzug. So. Hier können wir auch noch. Was brauchen wir denn da? Ich würde Versammlungsort machen. Den lassen wir mal so. Was forschen wir denn gerade? Ah, genau. Minus Korruption, das ist auch gut. So. Jetzt greif halt an.
Ja, okay, Pikiniere sind halt dann doch stark. So, ich glaube, nächste Runde werden wir hier angegriffen. Und wenn ich die jetzt im Feld angreife, habe ich keine Chance. Also null. Minus Chance. Weil, naja, die ganzen Plänkler machen halt... warte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warte, nee, machen wir es anders. Ich müsste gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 19, 20, 2, 4, 6, 27. Alter, 30, 34. Ja, Kavalleristen antreten. Also an sich würde das echt cool aussehen, aber ja, meine Armee wäre sowas von im Bobbes. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir dann genau Persis und hier oben das da übernehmen, also die ganze Breite. Und dann, also Alexander hat Darius eben verfolgt, aber seine anderen Generäle haben trotzdem weiter erobert. Also, ja, genau. Aber das nächstes Mal. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und habt eine tolle Woche. Bye.